Irgendwie. Ja, wir müssen jetzt Okay, wahrscheinlich also. sowieso mindestens 5 von den Viechern killen, weil die erste Fackel wurde von denen ja nicht gelootet, von den Bobs. Also, du gibst mir menschlich sehr zu denken. Und ich sage, wenn du mein Leben durch Organtransplantation retten könntest, ich würde nein sagen. Ich habe viel zu viel Angst, dass das abfärbt. Wo es am Ende dann heißt, tut uns leid, offenbar war diese Eigenart seiner Persönlichkeit irgendwo innerhalb seiner Nieren vorhanden. Ich wollte jetzt gerne mit der Malwurstmaschine abkürzen, allerdings haben wir da eine Trash-Gruppe irgendwie ja, übersehen. Die habe ich absichtlich ausgelassen, weil ich eigentlich nicht davon. Sitzt hier rum, stirbt lässt sein Geistfrei, frisst 4 Jahre alte Schokolade, alles in weniger von 2 Stunden. Ich habe mich einmal auf unseren Heiler verlassen und habe damit gerechnet, dass wir alle sterben. Selbst bei der Invasion von Russland ist in so kurzer Zeit nicht so viel schiefgegangen. Oh Mann. Allein wegen den Sprüchen von Exes ist es wert, dass du stirbst, Chrissy. Ganz Ja, ehrlich. komm, hör auf. Ja, wenn du noch öfter stirbst, dann kannst du demnächst auf den guten Parkplätzen vor IKEA parken, ne, mit dem Behindertenausweis. Ja. Nee, den habe ich schon für meinen Laptop-Datenvertrag, das reicht. So, ich brauche jetzt doch mindestens 3 von diesen komischen Flammenbewahrern, weil die ersten 2 dürften von Bobs gelootet werden. Oder? Na nee, eine brennt ja sogar schon. Nächste Folge wird mit den Worten beginnen. Nach der letzten Ausgabe haben uns zahlreiche Psychologen und Mitarbeiter der Johanniter angesprochen. Wir können darauf nur erwidern, keine Sorge, wir brauchen keine Hilfe, er ist immer so drauf. Und ich bin nicht betrunken. Vielleicht werde ich mir dann jemanden suchen, mit dem ich reden kann. Oh, Och, Menno. ich hab ne Fackel. GZ. So. Kann ich ja gleich die zweite Dingens anzünden da hinten. Sobald ich mich wieder durch den Respawn gekämpft habe. Du stehst immer noch da hinten rum, ne? Du kommst nicht voran, weil alles voll ist. Du bleibst immer wieder um. Die nachfolgenden Laufzeiten, die Sendungen verzögern sich leider um mehrere Stunden. Und live aus der Rumpelkammer. Ich finde den Weg immer noch nicht. Ich glaube, ich hole dich dann gleich mal ab. Ja, ich bin schon halb irgendwo. Halb Okay, irgendwo, hol ihn ab, bevor das. die Pfleger ihn abholen. Jetzt muss ich jetzt mal direkt schauen, wo du bist. Ich Ich sehe. bin nicht behindert. Nimm sie! So, wo ist er denn jetzt eigentlich? Also wenn ich unauffindbar auf der Karte bin, dann dürft ihr mich in Zukunft der Unsichtbare nennen. Wo guckst denn du rum? Am anderen Ende. Siehst du, ich hab gesagt, dass das passieren würde. Ich bin ein Prophet. Ich kann das Warte, auf der Karte ich komm, gerade nicht mehr brauchst du wirklich zuordnen, Heilung wo er oder kommst du ist. da durch? Komm, Moment. hol den mal eben, ich pass auf, so gut ich kann. Jo. Zumindest bis ans andere Ende müssen wir noch mal kurz. Die beiden Krieger im Dunstkreis, wenigstens sind sie nicht vorne und haben den Boss gepult. Echt, der manche Nase, hatte ich das Gefühl, den sitzt eine Bockwurst quer im Kopf. Nun komm doch, der Tag ist kurz. Ja, ich laufe ja schon mehr als laufen kann ich nicht. Also ich glaube, ich habe mich verlaufen. Normalerweise würde ich ja sagen, wie kann man sich verlaufen? Aber in der Ini verstehe ich das ausnahmsweise mal. Nee. Also ab hier keine. Ich bin ja weiß Gott hier nicht der orientierungsfähigste, aber an dem Punkt hier, wo es eigentlich nur ein, zwei Türen gibt. Guck mal, jetzt habe ich mein Leben für den geopfert.
hätten wir ihn doch einfach zurückgelassen, wie man es normalerweise immer tut. Man gibt jemandem eine Pistole, ein Magazin, sagt, ich bin letztens für dich auch viel Glück. Aber nein, das gibt's ja natürlich nicht. Das ist ja so. Oh, gib mir niemals eine Pistole und ein Magazin. Ich gehe mal davon aus, wenn du dem eine so gibst, versucht sich dann 9-mal selbst umzubringen und schießt aber trotzdem immer daneben. Und mit der letzten schießt er sich in den Fuß. Danke. Aber jetzt gibt's da nicht. Wo ist der denn? Ich hab's gerade gesehen, wo er so. Er ist komplett falsch. Wenn ich du bist ja. Ah, nee, jetzt ist er wieder richtig. Ich bin schon die ganze Zeit richtig. Du hast mich bloß auf der falschen Ebene gesehen. Ey, komm, lass ihn zurück. Ist besser für alle, ist besser für meinen Blutdruck. Lass uns das hier. So wie ich das sehe, braucht er jetzt noch ungefähr 3 bis 5 Minuten hierher. Ja, klasse. Das sind dann ja die Momente, von denen du mir erzählt hast. Ja. Yep. Jetzt verstehe ich das. Aber gut, er ist jetzt schon in der Westgarnison. Gibt es einfach immer irgendwie einen Gollum. Das ist immer Fakt. So, und wenn er es jetzt noch schafft, irgendwas zu pullen, dann dauert es noch länger. Lass mal gucken, wenn du die Karte klein hast. Siehst du jetzt gerade hier 2 Leute, die in der Instanz nebeneinander stehen und eine Karte lesen und gucken, wo bleibt der dritte Kamerad? Ja. Nee. Aber mit Glück werden wir so die beiden Bobs los. Wenn wir nicht reagieren nach einer Zeit, hauen die vielleicht ab oder machen es alleine zu Ende. Ist mir beides recht. Ich werde mir dann kurz meinen PS3-Controller nehmen und mein Training bei Mortal Kombat abschließen. Sag mir Bescheid, wenn es weitergeht. Ja. Mal schauen. Er ist ja jetzt schon. Er hat es geschafft, Agro zu ziehen. Er ist im grimmigen Säufer. Gibt er wenigstens einen Seelenstein. Ja, habe ich schon gemacht. Ja. So, jetzt ist er tot, jetzt kann er sich wiederbeleben. Dann wieder zu vorne, ne? Jetzt sag mal, mein Grimmig, ich kenne die Inni nicht so gut. Wo muss ich im grimmigen Säufer wo raus? Bei der Hintertür. Da gibt's nur eine Tür, wo man raus muss. Ach so, ja, genau. Ach so, stimmt. Ja, genau, da war der Treasure im Weg. Oh. Sehe ich dich nur leider auf der Karte nicht mehr. Ich suche verzweifelt den lila Punkt, aber ich finde ihn nicht. Ich würde gerne den Border benutzen, aber du hast ja den Trash vom Border ausgelassen. Den braucht man ja normal auch nicht. Den hätte ja im Normalfall. Bin ich ein Normalfall? Ich hätte dran denken müssen, du hast recht. Hä, wo rennst du jetzt schon wieder rum? Ich bin runtergefallen, ich geb's zu. Es dauert jetzt wieder ewig, bis du da bist. Wie kann man an der Stelle runterfallen? Auf der anderen Seite einfach runtergehen, weil da kein Geländer ist. Du hast nicht zufällig einen Second Skillung schon, oder? Doch schon. Hast du da Demo? Nein. Verdammt. Also sonst hättest du jetzt abkürzen können. Und zwar richtig gut sogar. Mit dem dämonischen Sprung, oder was? Ja, mit dem dämonischen Sprung kommst du über die Lücke drüber. Das habe ich schon mehrmals... Aber dann wäre ich in die Trash-Gruppe reingesprungen. Ja, auf der anderen Seite geht's. Ja. Also, wir dürfen noch weitere 5 Minuten da drauf rechnen, bis du da wieder kommst.
Oder du wartest einfach, bis dein Seelenstein wieder ready ist, rennst durch die eine Mobgruppe durch, die da den Weg versperrst und belebst dich danach wieder. Ja, bloß habe ich den gerade benutzt und ich habe 10 Minuten Abklingzeit. Das Ja, heißt, ich habe jetzt 7 Minuten das. Abklingzeit, also kann ich genauso gut laufen. Das könnte nur eventuell fast schneller gehen, wenn ich dich so einschätze. Ja, nur wenn ich nochmal runterfall. Ich bedenke, dass du durch den Säufer durch musst. Ja, ich habe das Video übersehen. Ich mache meine Balkenleiste an. Fickt euch, ich töte es einfach alle. Ach, der Lukas ist ja auch da. Hi. Ich mache Rolle, ja. So, da ist er schon wieder in der Westgarnison, zumindest fast. So, mal schauen, ob es diesmal durch den Säufer durchschafft, ohne dass er irgendwas pullt. Unsere zwei extra Mitglieder haben die Instanzgruppe mittlerweile verlassen. Die prügeln sich gerade, ich gehe da besser mal noch nicht rein. Lasst euch Zeit, ich spiele mein Tutorial. Inwiefern prügeln die sich gerade? Ja, die sind gerade ausgetickt und haben eine riesige Schlägerei angefangen. Und jetzt sind alle aggro. Ja, Aggro sind sie standardmäßig alle, nachdem man einmal da durch ist. Ich schau mal, ob ich dir entgegenkommen kann. Ja, wie gesagt, durch den grimmigen Säufer komme ich jetzt nicht mehr durch. Dann kommst du gar nicht mehr hierher. Ja, ich kann ja durchlaufen, wenn du willst, aber das bringt mir nichts und dir auch nichts. Wieso bist du nicht vorhin eigentlich mit dem Seelenstein direkt durch? Ah, da hatte ich den Seelenstein, aber jetzt hat der Seelenstein Abklingzeit. Naja, wer Honigbärchen heißt, der kann keine Geduld haben, ne? In der Zwischenzeit mit den saufenden Gast tanzen. In 3 Minuten wäre mein Seelenstein wieder ready, dann könnte ich durchlaufen und auf der anderen Seite wieder Seelenstein benutzen. Ich sehe dich zumindest. You see my problem? Yep, das habe ich aber von Anfang an gewusst. Irgendwie. Tja, ich nicht.
Aber schau, dass du wenigstens mit einem Mal durchkommst. Zumindest so weit, dass ich dich retten kann. Gesundheitssteine habe ich auch schon gesetzt. Wobei, du könntest ja eigentlich so durchrennen, dich hinterm Säufer sterben lassen, dann hebe ich dich auf. Ja. Gehen die auf dich nicht auch los? Du musst sie bloß weit genug weg von mir, du musst dich nur weit genug weg von mir sterben lassen, dass die nicht auf mich gehen. Also ich verstecke mich jetzt sowieso schon mal ein bisschen, du musst nur hinter den Säufer kommen. Oder Okidoki. zumindest die Treppe rauf. Dann kann ich dich auch rassen. Okay, ich habe keine Agro gezogen. Ja, wie? Jetzt wäre ich fast wieder auf der falschen Seite runter. Da hättest du aber was kassiert jetzt. Aber das ist echt gefährlich. Da gehst du ins Eck und auf einmal geht's senkrecht runter. Okay, keine Agro gezogen, auch nicht schlecht. So geht das auch. Ah, Kiki, jetzt habe ich aber Agro. Wie hast du die jetzt gepult? Lass dich sterben und ich rest Ich bin dich. genauso da gelaufen, wo du auch gelaufen bist. Ich habe die Agro wieder verloren. Die sind resettet. Ernsthaft, es gibt noch Mobs in der Indie, die resetten können? You see? Was kann ich für euch tun? So, Excel, wir sind wieder da. Was? Machen wir das jetzt zu dritt fertig? Ja, müssen wir wohl. Sehen Sie dann auch beim nächsten Mal eine weitere Ausgabe unserer Reise namens Die unendliche Geschichte. Ich glaube, das hat jetzt mindestens 1,5 Folgen gefressen, was der da gemacht hat. Super, du schneidest das raus, ja? Ich weiß noch nicht, ob ich das rausschneide. Nimm eine Ja, ganze klar. Folge. Für jemanden denkt sich, oh, ich gucke mir mal die neue Folge an, dann sieht man, wie ich da 20 Minuten rumstehe, du 20 Minuten auch nichts machen kannst und er 20 Minuten lang tot ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie bei einer Geburtstagsfeier in meiner Familie. Was geht denn bei euch in der Familie ab? Oh, eine Menge. Aber interessant, anscheinend respawnen die Zwerge gar nicht mehr, nachdem die Fackeln angezündet sind. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber hier war da irgendwann eine Feuerfalle oder sowas. Ja. Der geht noch down. Schon wieder Tank. Es droppen hier überall natürlich viele Tankhelme, ja. So, geht immerhin noch zu dritt.